Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir gemeinsam diesen Look schminken werden. Also, das heißt, ich werde ihn schminken und ich hoffe, ihr werdet dabei zusehen. Und zwar mit meinem günstigsten und mit meinem teuersten Make-up. Ich wollte so ein Video schon länger mal machen und dann habe ich zusätzlich noch in den Tiefen von YouTube einen schönen Tag gefunden, den Let's Talk High-End Make-up. Overpriced, overrated. Also, wo es um meine Beziehung zu High-End-Schminke geht und um meine Sammlung von luxuriöser Kosmetik, die ja, wie der treue Blogleser und YouTube-Zuschauer weiß, nicht sehr groß ist. Nichtsdestotrotz habe ich in den letzten Jahren des Beauty-Blogs doch so einiges davon angesammelt und ich zeige euch heute einmal meine teuersten Schminksachen und Alternativprodukte dazu aus der Drogerie. Ich habe also einen teuren Look zusammengestellt und Alternativprodukte dazu aus dem günstigen Bereich herausgesucht, mit dem ich den teuren Look klonen könnte. Ich habe das schon mal geübt, das heißt, ich habe versucht, auch Farbäquivalente zu finden. Leider gibt es besonders bei den günstigen Produkten die nicht mehr in der Drogerie zu kaufen. Aber das ist auch noch so eine Sache, über die ich dann gleich sprechen kann, also was ich finde, was die Vorteile von teurer Kosmetik sind. Und wo die Nachteile liegen. Speziell bei der teuren Seite habe ich extra Sachen gewählt, die es A noch zu kaufen gibt und B, die ich natürlich empfehlenswert finde. Und ich werde auch versuchen, euch so viel wie möglich an Produkten zu zeigen. Genauso wie ich natürlich immer sagen werde, ob ich eben die teure oder die billige Seite bevorzuge. Also viel Spaß! Okay, ich fange heute mal mit der Teintgrundierung an und zuerst werde ich einen Primer auftragen. Also, welche Seite machen wir welche? Rechts billig, links teuer. Teuer billig? Mhm. Ja? Mhm. Gut, dann schminke ich die Seite zuerst. Okay, also, ich habe mir für die teure Seite die MAC Strobe Cream ausgesucht und für die billige Judith Highlighting Drops. Ich hätte da jetzt auch was von L'Oreal nehmen können. Ich glaube aber, die gibt es noch oder irgendwie sowas ähnliches. Also, eines der Probleme zwischen High-End und Drogeriekosmetik ist ja meiner Meinung nach, dass die Sachen im High-End-Bereich einfach oft länger noch erhältlich sind. Und das ist natürlich positiv. Also, man muss dem Ganzen nicht so hinterherrennen oder Angst haben, dass das Lieblingsprodukt schnell aus dem Sortiment genommen wird. Das ist auch der Grund dafür, warum ich mich jetzt gleich bei der Foundation im billigen Bereich nochmal umentschieden habe für eine andere. Einfach, weil ich so ein Äquivalentprodukt in meinen günstigen nicht gefunden habe, was so ähnlich aussieht. Es dreht sich hier rum. Also, ich habe mich jetzt bei der teuren Seite für die Bare Minerals BB Cream, sag ich mal, entschieden. Das ist das Complexion Restue Tinted Hydrating Gel Cream in der Farbe 01 Opal. Und die ist einfach so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ganz leicht gelblich, nicht stark deckend. Und da hätte ich eben zur Auswahl gehabt, auch eine BB Cream zu benutzen, die in meinen Beständen hier liegt. Und die einzige, die ich habe, ist hier die von Catrice, die Clean ID Hydro BB Cream, die so ein bisschen in die Nähe des Ganzen kommt. Das Problem ist nur, die ist zu gelb. Ich habe den Look bereits ja schon mal geschminkt gehabt im Direktvergleich und die ist nicht bloß zu gelb, sondern auch zu dunkel und das sah einfach doof aus. Deswegen konnte ich die nicht nehmen. Ich habe mich dann einfach für eine Foundation entschieden und zwar für das Rival de Loop Natural Lift Make-up in der Farbe 01 Light Beige. Das ist von der Deckkraft natürlich stärker als hier so eine BB-Cream, aber die Farbe stimmt. Und ich würde auch sagen, das ist meiner Meinung nach absolut empfehlenswert. Denn hier diese Complexion Rescue irgendwie was, finde ich, ist jetzt nicht der ganz große Wurf. Ich habe die doch auch schon mal in einem anderen Video benutzt. Oder, Schatz? Ja. Ach so, ihr wisst das gar nicht. Im Hintergrund sitzt der Mitarbeiter, bereit mir jetzt die Fragen des Tags zu stellen. Wie? Ja. Genau. Und während ich mal diese nur sehr schwach deckende BB-Cream auftrage, kannst du ja mal anfangen, mir die Fragen zu stellen. Erste Frage. Wenn Sie nur eine High-End-Marke verwenden könnten, welche wäre das? Also, ich habe mir die Fragen von diesem Tag schon vor einer ganzen Weile rausgesucht gehabt. Was habe ich mir da als Spickzettel aufgeschrieben gehabt? Too Faced?
Ah, okay, weil ich gedacht habe, von welcher Marke habe ich einfach die meisten Produkte? Das wäre Too Faced, Genau. definitiv. Zwar, weil ich von denen eine Menge Paletten habe, ich kann das ja mal einblenden, meine Palettensammlung von Too Faced. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt so eine ausgesuchte Lieblingsmarke hätte im High-End-Bereich, einfach weil dafür habe ich einfach zu wenig, ja, um das beurteilen zu können. Aber bei Too Faced, die Paletten, da war ich ja ein großes Opfer, muss ich sagen. Okay, weiter. Frage 2. Was ist die am meisten unterschätzte High-End-Marke? Da würde ich vielleicht sagen, Zoeva in dem Sinne, dass immer gesagt wird, Zoeva sei Drogerie oder wie Drogeriepreise oder so, was ich nicht finde. Also für mich sind die Sachen von Zoeva eindeutig teuer und somit luxuriös. In dem Sinne finde ich, sind die unterschätzt, ja, Unterschätzt. rein preislich. Ich finde die Sachen gut, aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass die günstig sind. Ich habe von Zoeva eine ganze Menge, aber wie gesagt, ich finde, das ist für mich schon High-End. Was ist die am meisten überbewertete High-End-Marke? Hilf mir, was habe ich da geschrieben? Fragezeichen. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich würde grob sagen, alles, was so irgendwie einerseits diese ganzen Oldschool alteingesessenen Marken sind, Chanel, Dior, Schlag mich tot, alles, was so unglaublich teuer ist, einfach nur weil der Name draufsteht. Oder auch diese ganzen neuen Marken von diesen ganzen Influencern, Stars und Sternchen und so. Also ich glaube, ich werde in diesem Leben nichts mehr von irgendeinem Kardashian kaufen. Also da muss ich sagen, das ist meiner Meinung nach absolut überbewertet. Was ist Ihre Lieblings-High-End-Ton-Grundierung? Also da wären wir jetzt gleich beim Thema. Ich habe eigentlich nur zwei. Davon ist eine die hier und ihr könnt euch das jetzt mal ansehen. Ich komme mal etwas näher ran. Und ihr seht schon zum ungeschminkten Gesicht, die Abdeckung ist nicht wahnsinnig stark. Ich finde, die Textur setzt sich dann, wenn man versucht, das zu schichten, so krümelig ab. Also großartig finde ich das nicht. Und ich habe eben sonst hauptsächlich günstige Sachen, also wirklich, wirklich sehr günstige Sachen, wie das hier von Rival de Loup. Und ich habe mir auch zum Beispiel noch nie einen Concealer aus dem High-End-Bereich gekauft. Also ich habe keine. Auch aus dem Grund, da ich bis jetzt mit den ein, zwei, die ich mal ausprobiert hatte, keine guten Erfahrungen gemacht habe. Dann werden wir uns gleich mal weiter mit dem Teint kurz beschäftigen. Ich habe wie gesagt keinen Concealer. Ich werde deswegen hier einen Maybelline Fit Me auftragen, den ich sonst auch sehr gerne benutze. Du kannst mal weiter Fragen stellen. Okay. Welche Produkte kaufen Sie tendenziell mehr zum High-End-Preis? Grundierung, Puder, Lidschatten. Also, wie gesagt, ich kaufe super gerne Lidschatten an sich. Deswegen bin ich dann irgendwann mal auf den Trip mit den High-End-Lidschattenpaletten gekommen. Einfach nur, weil das welche sind, die ich noch nicht hatte. Grundsätzlich finde ich, dass bei solchen Dingen es sich lohnt zu investieren, wie cremigen Lippenstiften, weil ich festgestellt habe, ich habe da welche von MAC und von Clinique, dass die cremigen Lippenstifte, die also jetzt nicht so long-lasting sind, aus dem High-End-Bereich trotzdem länger halten als meine günstigen Kandidaten aus der Drogerie. Also da lohnt es sich vielleicht zu investieren. Wenn man sagt, man hat trockene Lippen und möchte trotzdem einen Lippenstift, der schön lange hält, beziehungsweise so gut es eben geht bei einem cremigen Lippenstift. Und auch bei solchen Dingen wie zum Beispiel hier Werkzeuge, also Beauty Blender. Bei Pinseln bin ich da nicht so. Da habe ich welche von Zoeva und welche aus der Drogerie. Also da bin ich jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, ich muss immer ganz viel teure Pinsel haben. Aber zum Beispiel Beauty Blender. Und ich habe auch zum Beispiel gehört, dass Wimpernzangen von Schuumerang oder also teure Wimpernzangen gut sein soll. Genau. Welche High-End-Marke ist Ihrer Meinung nach überteuert? Also da würde ich sagen, alle, weil letzten Endes ist das ja auch immer nur Farbe im Döschen. Aber ich weiß noch, zu Blog-Anfangszeiten, da gab es so Gerüchte von wegen, dass man von Dior nur die Nagellacke kaufen kann und dass Chanel-Lidschatten mit das Schlimmste sind, was die Kosmetikwelt hier hergestellt hat. Also ich glaube, es gibt über allem Licht und Schatten und deswegen versuche ich es meist tendenziell eher mit den günstigen Sachen, weil ich dann denke, da tut der Fehlkauf nicht so weh. Ich werde jetzt mal meinen Teint schon mal abpudern und da habe ich hier das einzige teure Puder in Anführungsstrichen, was ich besitze. Das ist von Too Faced und zwar ist das so eine Palette mit drei Tönen. Das ist eigentlich der Born This Way Turn Up the Light Highlighter in der Farbe Light. Das ist die hellste und die hat einfach hier so drei Bereiche und ich habe in der Mitte einen Bereich, der heißt Soft Focus.
Das benutze ich als Puder, also als Puder mit so ein bisschen Schimmer drin. Das mache ich nämlich sonst auch, also bei meinen günstigen Varianten, weil das einfach für meinen Hautton schöner ist. Was ist Ihr Lieblingsprodukt in limitierter Auflage? Im High-End-Bereich. Mhm. Ich habe mehrere Too Faced Gingerbread Paletten. Dann wahrscheinlich die. Die waren limitiert und die finde ich echt gut. Die benutze ich auch nicht bloß zu Weihnachten. Next. Was ist die beste High-End-Lidschattenformel? Keine Ahnung. Dafür kenne ich mich nicht genug aus. Da gibt es ja immer solche Gerüchte von wegen mit die oder der oder jener oder so. Es gibt noch eine Frage zu schlechtesten, ne? Mhm. Lies mal vor. Was ist die schlechteste High-End-Lidschattenformel? Da würde ich sagen von Tarte. Also ich habe eine Tarte-Palette, die ich noch besitze. Dazu gibt es ein Video. Ich verlinke das mal. Dann hatte ich mir noch eine gekauft, so eine Standard-Lidschattenpalette mit so neutralen Tönen, die ich wieder verkauft habe, weil ich sie so schlecht fand, grob gesagt. Also, das hat mir gar nicht gefallen. Also, das Tarte und ich, das ist irgendwie nicht so meins. So, dann werde ich mich jetzt mal langsam dem Augen-Make-up zuwenden. Eigentlich Star of the Show, denn es geht gleich um ein Lidschattenquattro, was ich im teuren Bereich echt super finde. Also, ich werde mir jetzt auf die Augen eine Eyeshadow Base machen. Dafür nehme ich von MAC den Painterly Pro Longwear Paint Pot. Das ist so ein zart rosa Ton. Und dafür habe ich jahrelang ein gutes Dupe benutzt. Und zwar von Maybelline, ein Color Tattoo. Das ist die Farbe Crème de Rose 91. Die ähneln sich insofern, als dass das Maybelline-Ding einfach ein bisschen fester ist. Und das von MAC ist einfach ein bisschen weicher und natürlich viel teurer. Aber ich finde das von MAC auch wirklich gut. Also, das war jetzt kein Fehlkauf. Ich habe mich lange darum gedrückt, aber irgendwann, warum eigentlich, weiß ich nicht, als ich im MAC-Rausch war, ne, habe ich das mal mitbestellt. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Ein Endprodukt, von dem Sie nicht erwartet hatten, dass es Ihnen so gefällt, dass Sie aber begeistert heutzutage. Aha, das passt jetzt gut zu dem, was jetzt kommt, denn es ist nicht bloß diese Eyeshadow Base, um die ich lange herumgeschlichen bin und für die ich mich dann am Ende doch entschieden habe, sondern auch gleich das folgende Eyeshadow Quad. Das habe ich sogar auf dem Blog geheim gehalten, weil ich mich so geschämt habe. Ich hatte nämlich extra mal einen Beitrag gemacht, wo ich versucht habe, mir auszureden, dass ich das kaufen möchte, weil ich einfach Angst hatte, dass es mir rein farblich nicht stehen würde. Und dann habe ich es doch gekauft. Dann war ich schwach. Es gab irgendeinen Rabattgutschein. Ich bin mir ganz sicher. Und zwar dreht es sich um die Charlotte Tilbury Luxury, die luxuriöse Palette. Und zwar ist das in der Farbe Pillow Talk. Über die Verpackung kann man sich jetzt streiten, ob man das ganz doll hübsch findet. Hier so ein bisschen braun mit Roségold. Das hat immer ein bisschen was von teurem Omi-Charme. Aber die Farben da drin, die sind einfach, wie soll ich sagen, viel schöner, als ich es gedacht hätte. Also, ich habe ja nicht umsonst lange gezögert, weil braun-rosa kann halt auf meinem Hautton, ich bin eher kühl und hell, schnell auch mal orange und düster und oll und weiß ich nicht, alt aussehen einfach, ja. Aber dieses kleine Quad hier, das ist zufälligerweise für mich wirklich passgenau abgestimmt, weil ich halt grün-blaue Augen habe und da passt einfach die Farbzusammenstellung mit diesem rosa-braun perfekt. Ich zeige euch das gleich, was ich damit schminke. Ich mache immer genau das, was hinten drauf steht. Das bedeutet, dieser etwas schimmerige Ton, so ein Beigegold, wird komplett aufs ganze Auge gemacht. Dann wird mit diesen beiden matten Tönen die Lidfalte schattiert und dieser Popton, Glitzer, wird einfach drüber getupft. Also es geht total einfach und es sieht irgendwie immer gut aus. Lieblings-High-End-Lidschattenpalette im Moment. Ja, da müsste ich wahrscheinlich die hier sagen. Also wie gesagt, ich habe ziemlich viele Lidschatten von Too Faced und ich habe auch was von Urban Decay angehäuft und so. Aber ich könnte mich da jetzt nicht wirklich so grundsätzlich entscheiden. Aber die hier finde ich halt auch toll. Also wenn es etwas gibt, was ich empfehlen müsste jetzt ganz aktuell neben den Sachen, die es halt auch schon länger gibt. Die meisten kennen die Naked 3 von Urban Decay und so. Für meinen Typ, dann würde ich sagen das hier. Also, wenn ihr hell seid und habt auch eher so grünliche Augen, bei blauen Augen sieht es bestimmt auch toll aus, dann würde ich fast sagen, das. Also, das ist jetzt der Prime Shade. Den habe ich aufgetragen.
dann gebe ich einfach nur dieses zarte Rosa ein bisschen in die Lidfalte. Dadurch wird das hier so ein bisschen intensiver. Und meist lasse ich das dann schon so, aber dann kann man, wenn man möchte, halt noch ein bisschen von dem etwas dunkleren Braun noch mehr außen an den äußeren Rand ins äußere Drittel geben. Dann wird das Ganze noch ein bisschen dunkler. Die Farben sind halt so perfekt aufeinander abgestimmt. Und durch diesen roten Unterton, was aber auf dem Auge maximal so ein bisschen, naja, Orange-Gold rauskommt, ist jetzt nicht wirklich rot, sieht es halt super aus zu meiner Augenfarbe. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich hier drin natürlich keinen hellen Ton für unter der Braue habe. Da muss ich jetzt gleich noch was anderes nehmen. Das haben wir nicht mitgebracht, Schatz. Wir sind nicht gut vorbereitet. So, aber das wäre jetzt schon mal so der Look. Also ihr seht, es ging super schnell. Und es sieht halt meiner Meinung nach immer schön aus. Und um es jetzt ein bisschen besonderer zu machen, nehme ich einfach nur meinen Finger, gehe in diesen Pop-Shade, also in dieses Geglitzer und tupfe mir das hier einmal oben drauf. Und dann hat es so ein ganz klein bisschen mehr. Kann man natürlich auch noch ein bisschen mehr machen, wenn man möchte. Das ist echt schön. Okay, also die kostet wirklich viel. Aber wenn es eins gibt, was ich empfehlen würde oder empfehlen könnte, wäre es diese kleine Palette hier. Mir ist eingefallen, dass ich einfach nur hier dieses Puder nehmen kann. Das ist ja jetzt nicht so schwierig, um jetzt da ein bisschen was unter die Braue zu geben. Ich muss sagen, von diesem Puder hier bin ich nicht so wahnsinnig begeistert. Es ist halt so gebacken und da geht jetzt schon schwer was ab. Also wenn man jetzt hier schon was abmachen will, und es ist einmal irgendwie mit Hautfett in Berührung gekommen durch den Pinsel, dann kriegt man hier nicht mehr so viel ab. Also das war meiner Meinung nach ein Fehlkauf. Nicht umsonst ist eigentlich diese kleine Palette mal im Video vorgekommen, wo ich gesagt hatte, dich kaufe ich nicht. Natürlich bin ich dann irgendwann Wochen und Monate später schwach geworden und habe es doch gekauft. So, aber wir haben uns ein bisschen was in den Augeninnenwinkel gemacht. Ich muss auch sagen, die Highlighter hier draus finde ich auch nicht. Also toll. Aber ich habe es jetzt, ne? Und tada, für dieses Video hat sich's als gut erwiesen, auch wenn es nur als schlechtes Beispiel dient. So, und dann werde ich jetzt das Augen-Make-up mal fertig machen. Und zwar mit einer Mascara, die ich relativ neu habe. Das ist von Tarte, die Lights Camera Lashes 4-in-1 Mascara. Aha, 4-in-1. Schatz, kannst du mal vorlesen, was da 4-in-1 sein soll? Tja. Irgendwo muss was stehen. Lies es uns vor in holperigem Englisch. Die Inhaltsstoffe? Irgendwo muss hinten eine Werbung sein oder an der Seite oder so. Da ist ein Auge drauf. Ah, Lights Camera Lashes. Nee, das, so heißt die. Es gibt ein Vorher- und ein Nachher-Foto. Das ist alles? Push-up Bra for your lashes. Nee, ist also nur ein Push-up Bra und mehr steht da nicht? Nee. Zeig mal her. Vielleicht finde ich ja was. Hier. Hast vollkommen recht. Nix. Steht hier was? Muss man es aufreißen? Nee. Okay. Okay, also meiner Meinung nach ist das eine ganz normale Tusche. Das Bürstchen ist nicht wahnsinnig groß, es ist nicht wahnsinnig hart, es ist nicht besonders. Die Tusche macht jetzt nicht wahnsinnig volle Wimpern, auch nicht sehr stark verlängert, aber sie ist okay. Also in dem Sinne ist das mal eine gute High-End-Tusche. Ich habe natürlich nur die Probegröße gekauft. Ich bin ja etwas vorsichtig bei sowas. Und ich finde sie ganz okay. Ihr seht das dann jetzt gleich nochmal in der Nahaufnahme. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das eine Tusche, die fast mit Drogeriemascara mithalten kann. So, das Augen-Make-up wäre fertig. Es ging schnell und das ist auch das, was ich eigentlich zeigen wollte. Ich mag diese Palette so gerne, weil es eben schnell geht. Schnell, gut aussieht, so ein bisschen glamourös, so ein bisschen wie was Besonderes. Und trotzdem halt, naja, immer gut, verlässlich. Also dafür, finde ich, lohnt es sich dann auch mal Geld auszugeben. Sehr ähnlich ist es gleich mit dem Blush, was ich euch zeigen möchte. Ich habe mich da entschieden für Rockateur von Benefit. Ich habe das nur in so einer riesigen Palette, also wo ich mal so mehrere auf einen Schlag erwerben konnte. Das war eine super Idee, weil dadurch hatte ich die Chance, das Ganze mal auszuprobieren
ohne sehr viel Geld dafür ausgeben zu müssen, weil halt jedes einzelne Blush dadurch natürlich dann sehr viel billiger war. Und Rockateur ist so ein Ton, bei dem ich zuerst dachte, oh, den werde ich wahrscheinlich nicht mögen, weil das ist so eine undefinierbare Mischung. Es ist so ein bisschen rosa, ein bisschen rot, ein bisschen braun, ein bisschen Schimmer, ein bisschen Mauve, aber komischerweise sieht das auf den Wangen immer nett aus. Und der Ton hat so ganz leichten Schimmer mit drin und sieht wahlweise mehr braun, mehr orange oder mehr rosa aus. Also der passt irgendwie zu vielen Looks, finde ich. Das hat Benefit echt gut gemacht. Also ich muss sagen, mit den Benefit Teint Produkten, die ich so bisher gekauft habe, war ich eigentlich immer zufrieden. Das wäre von mir auch eine Empfehlung und die riechen halt echt verdammt gut. Ah, also ich mag das ja, wenn ich sowas öffne und dann strömt mir ein guter Duft entgegen. Deswegen sind ja auch BH Cosmetics Sachen nicht für mich, ne? Wenn man die öffnet, es strömt einem der Duft von Industriemüll entgegen. Dass alle Paletten, die ich von BH Cosmetics habe, also die Schattenpaletten, dass die stinken. Jetzt ohne Quatsch. Riecht mal bitte an euren BH Cosmetics Lidschatten. Die riechen nach Industriemüll. Ich habe das bei keinem meiner Lidschatten. Lidschatten sollen ja eigentlich nach nichts riechen. Sie sollen aber nicht stinken. Und das hier, es riecht scharf. Hier, Schatz, bitte, riech mal. So Pfui. Schlimm? Findest du es so eklig? Ist übel. Naja, auch wenn es nur der Kleber ist, aber wenn es stinkt, ganz ehrlich, nee. So, also ihr seht, das kann man aufbauen, sagt man auf Blockdeutsch, ne? Das setzt sich jetzt hier so ein bisschen ab, weil diese Babycream nicht so doll ist. Aber insgesamt finde ich, ist das Blush an sich echt super. Das gefällt mir. Also das war ein echt guter Kauf, genau wie der dazu passende Highlighter, für den ich mich entschieden habe. Das ist Dandelion Twinkle, auch von Benefit. Der wird irgendwie nie irgendwo besprochen. Also der geht total unter. Niemand redet über den. Und seitdem ich den habe, muss ich sagen, bin ich ja so ein bisschen im Rausch mit High-End-Highlightern, weil der mich so überzeugt hat. Also als erstes, der riecht auch wieder verdammt gut. Und das ist so ein Highlighter, bei dem ich sagen würde, der ist dezent. Das heißt, man kann, wenn man will, nachträglich mit so Fixing Spray drüber gehen, dann fängt der krass an zu leuchten. Man kann ihn aber auch in einer etwas dünneren Schicht einfach auftragen und dann hat man nicht gleich so einen leuchtenden Landestreifen im Gesicht. Und dafür finde ich den echt klasse, weil sowas gibt es dann nicht so oft zu kaufen. Also ich habe das Gefühl, besonders im Drogeriesegment werden Highlighter oft gemacht nach dem Motto, oh, heller, glänzender, weißer, glitzernder. Also nach dem Motto, je stärker es reflektiert, desto besser ist es irgendwie. Und das ist ja gar nicht immer so angesagt, ne? Und das möchte vielleicht auch nicht immer jemand. Und den hier zum Beispiel finde ich, der ist echt eine Empfehlung für alle, die sagen, sie möchten es eben nicht so krass. Ja, ich habe da aber auch noch eine gute Alternative aus der Drogerie, die sogar noch ein bisschen zarter pigmentiert ist. Also ich finde, bei Highlightern kaufe ich gerne was aus dem High-End-Segment. Einfach nur, ich bin ein Opfer, es ist schön verpackt, es wird beworben und ich rede mir natürlich ein, es ist immer was Neues. Aber da muss man tatsächlich nicht extra in die Parfümerie gehen. Genau wie bei Blush natürlich. Also, wenn es eins gut gibt in der Drogerie, dann sind es Rouge-Töne. Und da kann ich euch auch wirklich gute Alternativen gleich noch zeigen. Und als letztes, beziehungsweise als vorletztes, ich muss mir mal zuerst hier Fixing Spray drüber machen. Oh Gott, ob das eine gute Idee ist, jetzt hier mit dem einseitig geschminkten Gesicht. Moment, okay, gut. Ach gut, ja, das war okay. Oh, ist ein bisschen ins Auge gekommen. Das ist hier von MAC, das Prep and Prime Fix Plus. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich mit dem so eingegroovt. Also ich habe auch ein günstiges von Essence. Das seht ihr auch gleich. Ich finde, die sind sehr ähnlich. Ich habe die auch schon mal im direkten Vergleich gezeigt. Ich verlinke euch das Video dazu auch mal. Und ich verlinke mal generell alle Videos, die schon irgendwie so mit High-End-Kosmetik zu tun hatten, unten auch nochmal in der Infobox. Da könnt ihr euch durchklicken, wenn ihr wollt. Was mich hier überzeugt, sind die Inhaltsstoffe. Ich finde jetzt nicht, dass der Sprühnebel fantastisch super fein ist. Hier von diesem Essence-Produkt, was ich gleich benutzen werde, auf der anderen Seite ist der natürlich schon ein bisschen, also ein harter Strahl kommt da raus im Gegensatz zu dem hier. Aber das Ergebnis, finde ich, ist sehr gleichwertig. Ja, die Inhaltsstoffe sind hier auch gut. Das ist ja auch wichtig, dass da nicht irgendwelcher Quatsch drin ist. Auch bloß das Fix Plus im Original ist zu empfehlen, in diesem besonderen
Geschmacksrichtung, wollte ich sagen, mit so Lavendel und so, sind oft deklarationspflichtige Duftstoffe drin oder irgendwelche Pflanzenextrakte, die man nicht auf der Haut haben will. Aber hier, das finde ich ganz nett. Kann man natürlich theoretisch auch was anderes nehmen. Es würde wahrscheinlich sogar gehen, sich einfach nur so ein Thermalwasserspray übers Gesicht zu machen. Ich habe nämlich schon oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich besonders so in der kalten Jahreszeit oder so in der Übergangsjahreszeit, so im Herbst und im Frühjahr, nach dem Schminken rausgehe, spazieren gehe, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist und ich komme wieder, sieht mein Make-up plötzlich besser aus. Ja. Und in der Luftfeuchtigkeit draußen sind ja keine komischen Stoffe, die auch im Fixplus rumschwirren. Das ist ja einfach nur Wasserdampf, sage ich mal. Und allein dadurch sieht dann schon die Foundation besser aus. Also Fixing Spray ist etwas, wo ich sagen würde, wenn es nicht ein Fixing Spray, sondern so ein Feuchtigkeitsspray ist, wie Fix Plus, das kann man sich wahrscheinlich auch sparen. Und dann kommen wir natürlich zu dem Lippenprodukt, das, wenn es um High-End-Kosmetik geht, genannt werden muss. Und zwar von Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip Liner. Also, um dieses Ding habe ich mich auch jahrelang herumgedrückt, weil, also aus Gründen, ne? Es soll ja rosabraun sein und ich und rosabraune Lippe, also das passt ja so gar nicht irgendwie. Ich habe sogar Dupes gekauft, eins von den Dupes seht ihr gleich dann auf der billigen Seite. Aber naja, nachdem Charlotte mich in ihren Fängen hatte, zum Beispiel mit diesem wunderschönen Eye Quad und auch noch mit anderen Produkten, die ich dann von ihr gekauft hatte, habe ich bei einer Bestellung gedacht, okay, jetzt wagst du es, jetzt legst du das Ding mit dazu. Und ich muss sagen, ich finde es jetzt gar nicht mehr so schlecht. Und das liegt meiner Meinung nach nicht an der Farbe, denn ihr seht, die ist nach wie vor für meinen Typ etwas Ziegelstein-orange-rot. Also nichts mit rosa oder so. Vielleicht auf einem anderen Hautton als meinem, aber bei mir ist das nicht rosa. Nein, es geht um die Konsistenz. Also das Ding ist matt und es hält wirklich. Also es hält lange. Ja, natürlich jetzt nicht fettiges Essen übersteht es nicht, aber es hält verdammt gut. Und dabei ist es gar nicht so unangenehm zu tragen. Also nicht wie ein Liquid Lipstick. Und das ist es, was ich daran empfehlenswert finde. Also ich gehe mal davon aus, dass die anderen Lip Liner von Charlotte dann auch von dieser Qualität wären. Und in der Hinsicht würde ich sagen, ist das doch empfehlenswert. Oder? Was sagt ihr? Ich werde mir auch kurz die Augenbrauen machen und dann schminken wir die billige Seite. It's been years since I had a change. Always a watch out. Lighter to the gasoline. Oh, couldn't hold me. Now I'm living better days. Hot chick in the black Corvette. Like she drove right out of a magazine. And oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always guiding me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful and rare. Let me breathe your air, baby. Eigentlich dieses Puder nehmen, fällt mir gerade ein. Also ich wollte nur sagen, das hätte ich auch nehmen können, um mir das Gesicht abzupudern. Also eigentlich mag ich dieses Puder hier sehr, sehr gerne. Das ist auch so ein Soft Illuminator, eigentlich Highlighter, aber als Puder zweckentfremde ich das. Ne? Aber das ist von Love und Love, finde ich, ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich billig. Aber das könnte man noch kaufen, im Gegensatz zu tausend anderen Dingen. Once in a lifetime, only yes till the end. Oh, put it on me. We just wanna get away. Fade it, but it's so cursed. Like we bring you back to the 70s. Oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always guiding me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful and rare. So, das einzige Problem ist,
diesen Glitzerschimmer, den kann ich nicht nachbauen. Den gibt es halt nur bei Charlotte. Das heißt, ich werde jetzt illegal diesen Glitzerschimmer damit oben drauf packen. Ich zeige euch das jetzt. Wenn man es hier drüber packt, dann wird das echt sehr, sehr identisch. Und ich hätte jetzt zum Beispiel auch noch irgendwelchen anderen goldenen Glitzer, aber der ist auch von Bodyography. Und das ist noch viel, viel schlimmer, denn das kann man nicht mal bestellen. Also wenn euch das jetzt gefallen würde, wäre das noch schlimmer, als wenn ich euch was Teures von Charlotte zeige, was man wenigstens nachkaufen kann. Jetzt hier auch gut dieses Blush benutzen können. Das ist meiner Meinung nach super empfehlenswert. Das sind diese Cream Puff Blushes. Bei uns heißen die Pastel Compact Blush von Max Factor. Die Farbe 10 Nude Mauve kommt Rockateur noch am nächsten, aber nicht eben so nah wie dieses alte Butt Touch Blush von Essence in der Farbe 40 Blossom Me Up. Deswegen habe ich das genommen. Das ist ein bisschen mehr rosa als das, aber das hier wäre zu braun gewesen. Ich kann es ja noch mal ein bisschen drüber geben. Also das ist hier der Highlighter, der ist auch wirklich sehr dezent, er ist halt nicht ganz so warm goldig, der ist halt ein bisschen silbriger, es ist so ein Weißgold, das heißt, es ist für Leute mit einem warmen Hautunterton wahrscheinlich nichts, aber sonst ist es ein echt empfehlenswertes Produkt, der Natural Radiant Highlighter von Trended Up. Ich habe jetzt hier diesen Lippenstift, was ein fast 1:1 Dupe, also ein direkter Farbklon zu diesem Charlotte Tilbury Lip Liner war, deswegen habe ich den jahrelang nicht gekauft, denn ich muss sagen, hier diese Matt Lipsticks von Essence gibt es, glaube ich, so auch nicht mehr. Fand ich super angenehm. Matt, aber ganz leicht auf den Lippen. Also, man sieht doch keinen großen Unterschied jetzt am Ende. Ein bisschen mehr hier so. Okay. Aber sonst war's gut. Okay, und jetzt mal ein bisschen weiter unten. Okay, danke. Es regnet! Okay, ich kann ja schon mal wedeln. So, also, jetzt ist auch die billige Seite fertig. Ihr habt das gerade im Schnelldurchlauf gesehen. Es wirkt jetzt hier ein bisschen unterschiedlich, weil tatsächlich die Foundation von Rivaldi Loop ein bisschen heller ist als diese BB-Cream, sage ich mal, von Bare Minerals. Aber eigentlich sieht das sehr, sehr ähnlich aus. Ich werde noch mal Fotos machen und die dann später in den Blogpost einpflegen. Kurz zum Fazit des Ganzen. Also, ich habe mir überlegt, was sind die High-End-Produkte, die ich euch empfehlen könnte und was sind die Sachen aus der Drogerie, die ich euch generell empfehlen könnte. Also, grob gesagt, aus der Drogerie alles, denn es ist meist gut und günstig. Und wenn ihr da was findet, schlagt zu und seht über die klapprige Verpackung hinweg. Bei High-End ist es nicht so viel. Also, was ich absolut empfehlenswert finde, habe ich mir mal zurechtgelegt, sind jetzt von diesem Look vier Sachen. Also, ich finde wirklich dieses Charlotte Tilbury Pillow Talk Quad einfach schön. Ich finde, die Lidschatten haben eine schöne Textur. Man kann die sehr gut auftragen, fleckenlos verblenden, all das. Und sie passen halt zufälligerweise gut zu meiner Augenfarbe. Also, wenn ihr so ein ähnlicher Typ seid und ihr denkt, ihr wollt euch mal was gönnen und ihr wollt was haben in diesem Farbton, was schnell geht und immer nett aussieht, dann würden sich hier die, oh Gott, ich glaube 40 bis 50 Euro lohnen. Dandelion Twinkle von Benefit. Einer meiner liebsten Highlighter, den habe ich jetzt schon seit 2 Jahren, glaube ich, und ich finde den immer noch gut. Das will was heißen, weil oft habe ich ja was neu, finde es gut und dann landet es doch in der Schublade, aber den hole ich immer wieder raus. Dann muss ich tatsächlich sagen, dass ich diesen Paint Pot von MAC gut finde. Also es ist eine Eyeshadow Base. Es heißt nicht, dass es nicht andere Eyeshadow Grundierungen gibt, die irgendwie auch gut sind, aber die sind auch gut. Also das, was immer gesagt wird, es hält lange, es ist gleichzeitig getönt, also ihr könnt
die Haut auf dem Lid farblich so ein bisschen ausgleichen. Das stimmt alles. Und das Ding trocknet nicht schnell ein. Ich hatte ja immer das Vorurteil, dass der mir vielleicht vor der Zeit eintrocknen würde. Und dann sind über 20 Euro halt ganz schön viel dafür. Aber ich habe den jetzt schon eine ganze Weile offen, also mehrere Monate. Und er ist, also er zeigt noch keinerlei Ermüdungs- bzw. Ausdörrungsanzeichen. Also da würde ich sagen, das finde ich auch empfehlenswert. Und ebenfalls von MAC, die Strobe Cream. Ich habe da jetzt solche Probegrößen, die, weil ich ja immer bei MAC direkt bestelle, hinterhergeschmissen bekomme, gratis. Ich muss mir das also zurzeit nicht mal selber kaufen, weder in Probe noch in Großgröße, weil ich habe jetzt so viele davon bekommen. Das ist mein liebster Primer, einfach weil ich kann den 1:1 auch mit zu dunklen Foundations anrühren. Dann macht er tatsächlich, weil der von sich aus weiß ist, die Foundations ein bisschen heller. Der ist reizsam formuliert, den kann man auch so aufs Gesicht geben, damit man so ein bisschen Glow hat. Braucht man nicht, wenn man jeden Tag speckige Sonnencreme trägt, aber ja. Und wie gesagt, der macht sich eben auch gut, wenn Foundations zu trocken sind. Also das habe ich jetzt auch schon bestimmt ein paar Jahre im Sortiment bei mir, ne Schatz? Ich glaube 2016 habe ich den ersten gekauft davon. Und würde ich wirklich nachkaufen, mein einziger Primer sozusagen, wenn ich mich entscheiden müsste. Also das sind die vier Sachen, die ich jetzt hier wirklich empfehlenswert fand. Wie gesagt, der Lip Liner ist auch sehr schön von der Textur und alles. Die Farbe ist nicht so ganz meins, aber grundsätzlich sind anscheinend die Charlotte Tilbury Lip Liner ihr Geld wert. Also wenn ihr da eine Farbe finden würdet, könntet ihr euch mal durchswatchen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch hübsch zu posieren, oder? Ja. Okay, los geht's. It's been years since I had a change. Always a watch out. Lighter to the gasoline. Oh, couldn't hold me. Now I'm living better days. Hot chick in a black Corvette. Like she drove front hat of a magazine. Oh my gosh, I never seen something so bright like the sky. Always got in me. Oh my gosh, I never seen something so beautiful to wear. Muss man da das Beinchen lose schrauben? Ich hoffe. Es muss aber tiefer. Wie, das geht nicht tiefer? Da gibt es doch sowas zum Einstellen. Also eigentlich ist es okay. Du kannst es, glaube ich, so lassen. Ich habe auch keinen Bock, das zu machen immer. So, guck mal. Wie findest du es denn so von der Farbe und so? Denkst du, es geht? Ja. Okay. Ich muss aber die ganze Zeit sehr aufrecht sitzen, weil sobald ich anfange, mich gemütlich zusammenfallen zu lassen, ist bloß auch so die Hälfte des Bildes bedeckt. Ich sag mal so, es wird deinem Rücken gut tun, ne? Warte mal, aber wenn ich näher ranrutsche, ist es ganz gut, weil guck mal, sonst ist hier oben total viel abgeschnitten und ich will ja dann zum Schminken näher ran, damit die Leute was sehen. No? Gut, okay, alles klar. So, Schatz, ich muss heute teuer aussehen. Ist mir das gelungen? Ich finde schon. Danke. Okay, wollen wir mal eine Probe machen? Können wir mal. Oh Gott, warte. Warte, Fussel. Fussel? Okay. So. Hier. Welche Seite machen wir welche? Rechts billig, links teuer. Wie machen wir das jetzt? Ich habe jetzt das beides gezeigt. Oder wir zeigen das dann später. Ja, doch, so ist es ganz gut. Und dann wird später dann bei den Nahaufnahmen blendet, jedes Mal kommt die Nahaufnahme von dem Produkt und dann machen wir schnell Durchlauf auf der billigen Seite. Ja. Vierte Frage. Was ist Ihr Lieblings-High-End-Produkt unter 50 Dollar? Ich habe keine Ahnung. Nächste Frage. Was ist ein verstecktes Juwel aus der High-End-Kategorie, über das niemand spricht? Ich habe keine Ahnung. Weiter. Was ist Ihre Lieblings-High-End-Tongrundierung? Was steht da?
Also da wären wir jetzt gleich beim Thema. Hilf mir, was habe ich da geschrieben? Fragezeichen. Ich habe vergessen, den Primer aufzutragen. Na egal. Das müssen wir dann noch hinschreiben. Uiuiui, das wird jetzt ein bisschen dunkler. Es ist jetzt ein bisschen dolle. Ach nee, gut. Die Kamera gibt das nicht wieder perfekt. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Oh Gott, ich muss mir jetzt diesen harten Strahl ins Gesicht halten hier. Den harten Strahl? Hier! Was? Dieses Ding! Ah ja. Pass auf, ich zeig dir das mal. Stimmt, ich habe mich daran erinnert. Ich habe das ja geübt, dieses Make-up. Um zu gucken, was hier farblich passt. Da habe ich mir gemerkt, ich muss ganz weit weggehen und ich darf hinter mir die Kerze nicht. Okay. Kannst du das vielleicht machen? Klar. Ach, und ich muss das Intro ja noch machen. Wo ich hier so sitze. Stimmt. Das fürs Thumbnail. Ich mag das ja eigentlich total. Also ich mag das zum Beispiel total gerne, wenn ich Julia beim Schminken zugucke. Also Julia alias X-Later, die schminkt sich ja leider nur noch auf Instagram. Ach so. Und wenn sie dann so sitzt und sich in ihrer Story manchmal schminkt und dabei ein bisschen was erzählt, ich finde das so schön. Und das geht bei ihr auch immer ratzfatz. Aber trotzdem, wie sie immer sitzt mit ihrem Pinselchen und das alles hin und her schiebt und so, da denke ich immer, oh, ist das schön. Und ich will auch mal so ein Video machen, wo es halt so schnell geht. Ist Julia denn so eine High-End-Sound, oder? Total. Also echt? Früher war die ja nicht so, aber klar, mittlerweile, ich sag mal so, der wird es ja auch wahrscheinlich hinterhergeworfen. Und jeder ist dann so ein bisschen, naja, wenn du ein Mädchen bist und du interessierst dich für so Sachen und du findest auch schöne Sachen schön, ja. Und dann wird dir das hinterhergeworfen, naja, warum nicht? Warum sollst du es dann nicht benutzen, klar. Aber es hat dann halt nicht mehr so nah am Zuschauer dran. Naja, ich glaube, das sorgt einfach nur dafür, dass High-End wurde so normalisiert irgendwann. Ich wollte legalisiert sagen. Es wurde so normalisiert, das ganze Thema. Also früher war das was Besonderes und heute kannst du ja mit so Drogeriesachen niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken. Es sei denn, du machst so ein Special, ist deine Brand und deine Marke und dein Channel für Günstmaus und Drogeriemaus und was weiß ich nicht alles. Ja, ist so. Aber sonst kannst du ja damit eigentlich niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken. Was ja auch dazu führt, dass ich jetzt hier von Trended Up doch das gekauft habe. Ja. Es gab ja keine Swatches mehr. Ich musste ja blind kaufen, so wie früher. Ja, also. Ja. Wobei die Swatcher gibt es noch, aber die das aufnehmen und veröffentlichen. Ja, also wir swatchen jetzt alle wieder privat. Das ist ganz gut für die Firmen, glaube ich. Meinst du? Natürlich. Ich glaube das nicht. Also pass auf, wenn jemand das sich ausprobiert und bespricht und so, dann kommen zwar die guten Seiten raus, aber auch die schlechten. Das hast du irgendwie auch recht. Aber allerdings ist es so, anfangs wurden ja Blogger und Instagrammer und Influencer als Multiplikatoren einfach nur gesehen. Ja. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, was sie sagen. Es ist nur wichtig, dass sie darüber sprechen. Das heißt, verstehst du? Keine Werbung ist. Nee. Nur schlechte Werbung ist. Nee. Nur keine Werbung ist schlecht. Auch schlechte Werbung ist Werbung, glaube ich. Oh, danke, ja, genau. Oh Gott. Also besser, jemand hält es in die Kamera und sagt, naja, das ist jetzt nicht so gut. Ja, aber das machen die ja nicht. Mädchen sind keiner nicht. Sagt doch sowas. Ich bin doch die Einzige, die über irgendwas rumlästert. Oder die immer versucht, die Metaebene hinter dem Ganzen zu beleuchten. Wo sich dann keiner das durchliest und alle denken, was redet die Alte da? Verstehst du? Also ich meine. Du bist so ein bisschen wie das Schaf. Welches Schaf? Gibt da so ein Bild, wo so ein Schaf sagt, ich sag euch, der Hund und der Schäfer, die stecken unter einer Decke. Und die anderen so, ach du wieder, komm her. Dein Verschwörungstheorie. Oh Gott, ja. Die anderen wollen es nicht sehen, aber du.
Ja, nein, es ist einfach so, ich denke halt über alles nach und dann auch über sowas und ich hinterfrage halt alles und verstehst du? Aber das, ich finde das halt, du kannst halt auch in so einer oberflächlichen Sache was echt Interessantes, also aus allem rausholen, aber die meisten wollen es nicht. Die wollen halt tatsächlich nur die oberflächliche Sache. Sie wollen halt nur diese erste Ebene und ich bin immer auf der zweiten und dritten Ebene und Genau. da bin ich meist ziemlich alleine und habe auch kein Publikum. Aber für mich ist das so, ich weiß nicht, ich sehe halt durch die Dinge automatisch immer noch auf die anderen Dinge hindurch und mir fällt es schwer, mich nur auf dieses, was da oben ist, zu konzentrieren. Also, die nehmen das alle sehr, sehr ernst. Weißt du, was da oben drauf ist, so, was vorne ist, die Verpackung und so. Und ich kann das nicht. Ich auch weiß, Mann, das ist doch einfach nur Schein und kein Natürlich. Sein. Ja, ist schöner Schein, aber ist trotzdem Schein. Ne? Und manchmal ist der Schein auch ein bisschen speckig. Also. Speckiger, du Mann. Ja, ich glaube, ich habe das hier zu dunkel gemacht. Guck mal, Schatz, was sagst du? Ist das jetzt ähnlich? Ja, ist ähnlich. Ja. Nicht gleich, aber Ja, ähnlich. aber ähnlich genug. Ich hab das ja schon mal ausprobiert gehabt. Das war so ähnlich. Ich war echt geschockt. Aber natürlich, diese Palette gibt es natürlich auch nicht mehr von L'Oréal. Also, na. Wahrscheinlich sind diese Hintergrundgespräche, die wir hier führen, irgendwie aufschlussreicher als das Video, was ich vorher eigentlich gedreht habe. Vielleicht sollte ich das in die Outtakes packen für all die, die bis zum Ende dabei geblieben sind, als Belohnung. Ja, mein Hintergrundgedanke, die keiner hören will. So, das hier ist jetzt ein bisschen roter und dunkler gemacht als das. Warte mal, ich muss hier mal kurz ein bisschen was nacharbeiten. Das hat gar keiner gesehen. Und jetzt was über der Mascara. Uiuiuiuiui, das ist all das, was man nicht tun soll. Gewagt, gewagt. So, und jetzt? Ja, guck mal, ist es jetzt ähnlich? Ja. Ich meine, Wir machen später Fotos und dann wird man das ja sehen, ne? Ja, wo waren wir gerade angekommen bei unseren Hintergrundgesprächen? Es wurde gerade interessant. ich sag dir, die Schminkmafia kommt. Du meinst, die Schminkmafia kommt noch und wird mich holen? Du hast doch So mal gesagt, schwarzer Van, weißt du? mit Leuten von Rossmann hast du immer gesagt. Richtig, ne? Ach, und dass es ja nichts mehr gibt, so mit Drogerie und so. Richtig, genau. Genau. Also, Und das dass das ist. für die Firmen gut ist. Ach ja, du hast gedacht, das ist für die Firmen gut. Ich denke, dass die ja früher alle als Multiplikatoren fungiert haben. Also jeder, der was über das Produkt gesagt hat, hat ja potenziell einen anderen, wie bei so einem Schneeballsystem zumindest, angesprochen. Sogar Genau. ich habe auf meinem Blog zumindest einen Leser oder so gehabt. Das heißt, eine weitere Person hat von dem Produkt erfahren, die sonst vielleicht nichts darüber gehört hätte. Ja? Und die wenigsten haben sich ja getraut, offen darüber zu reden oder gar zu kritisieren, weil das sind ja alles brave, schaumgebremste Mädchen. Die Schminkmafia muss niemanden erpressen. Die Mädchen sind von alleine Ah so. ja, die Also machen immer, wenn es. ich höre, was mit Stichwort Female Empowerment und was weiß ich nicht alles, denke ich so, kommt doch erstmal aus dem Tee. Ja, also immer so diese netten, freundlichen, weiß ich nicht, Mädchen, schlaftablettig. Die sagen, oh, und überhaupt, und die immer zu allem jeder sagen, die liebe Julia von L'Oréal hat mir das und das geschickt, wo ich denke, erstens kennst du die Julia, zweitens ist die wirklich lieb? Ja? Vielleicht ist die ja böse und verprügelt zu Hause ihren Ehemann. Nein, aber ich meine, es wird immer unterstellt, alle sind lieb, es ist immer so eine Heiti-Teiti-Gesellschaft, Genau. auch im professionellen Kontext, wo ich so denke, wieso sage ich zu jemandem, den ich gar nicht kannte, lieb? Also, die sind ja alle immer so lieb gewesen. Und das ist ja heute immer noch so. Und das ist ja, es gibt ja aber noch eine Ebene zwischen böse und jemand bashen und übermäßig lieb sein. Dazwischen gibt es noch professionelle Kritikfähigkeit. Natürlich. Ja? Und, also, die Firmen hatten gar keine, mussten gar keine Angst haben. Ja? Weil du anscheinend jeden ködern konntest mit Das einem stimmt. Produktpaket von Essence im wahren Wert von insgesamt 10 Euro. Wo die Leute sich aber vorkamen wie, ich wurde geadelt, Essence kennt meinen Namen und hat mir was zugeschickt. Ja, und dann waren die alle schon im Sack. Ne? Und haben dann nur noch freundlich berichtet. Ich habe doch mein eines Video. Leute, mein allererster Schminky-Talk, den habe ich ja nur gemacht, weil ich was von Catrice zugeschickt bekommen habe. Aber nicht, weil die mich kennen, sondern ich habe mich für ein Produktpaket beworben über Rossmann. Konnte man, da gab es noch Ja. Blogger-Newsletter. Da habe ich ein paar Sachen von Catrice bekommen. Mit der Bedingung in Anführungsstrichen. Also da stand nicht, ich soll was machen, aber da stand dann, und wir freuen uns schon auf dein Video und oder deinen Blogpost.
Ja, aber ich hatte sowieso vor, was dazu zu machen, war ja cool. Und endlich musste ich es nicht selber kaufen. Ja. Aber naja, ich fand ja dann nicht alles toll. Ich habe auch ganz brav mein Video dann weitergeleitet, einfach weil ich das denen auch zeigen wollte. Ne? Aber ihr kennt mich, ich gebe ja meine Meinung immer sehr dezidiert wieder, also sehr differenziert, meine ich, und so. Tja, da kam dann tatsächlich eine Antwort mit, es ist ja so schade, dass dir nicht alles gefallen hat. Ich habe nie wieder was bekommen. Selbst das war dann schon quasi zu unfreundlich. Und warum? Weil sie aus einem Pool von willigen Mädchen wählen konnten. Ja, das ist der einzige Grund. Warum sollen sie jemanden nehmen, der irgendwie differenziert auf das Ganze schaut? Wenn man aus der breiten Masse von Leuten natürlich auch mit viel mehr Followern und so auswählen kann. Aber na gut, ich finde diese... Dafür müsste man sich auch dafür interessieren. Also dafür muss man sich ja als Firma auch interessieren und sagen, na, was ist denn an unseren Produkten nicht so gut? Weißt nein, du? Und dafür Schatz, die wollen einfach nur verkaufen. Und du merkst doch, also noch mehr als bei High-End ist die günstige Kosmetik ist Fast Fashion. Ja, natürlich. Von wegen, was ist darin gut? Nein, die verpacken doch auch immer die gleichen Sachen bei Essence und Catrice mit diesen ständigen Sortimentswechseln und verkaufen es als was Neues. Das ist doch nicht knallhart ausgelistet, das ist doch nur knallhart recycelt und umverpackt. Und da müssen sie sich doch gar nicht die Mühe machen, sich dolle zu fragen, was ist daran gut, was ist daran schlecht. Es erzeugt doch alleine schon genug Kaufanreiz, dass es ja ständig weg ist. Man muss dann was Neues kaufen, dann kommt was Neues, das ist spannend, dann kommt es wieder. Und bei High-End könnte man sagen, okay, es ist alles überteuert, aber zumindest sind die Sachen eine Weile im Sortiment und man hat die Chance, sie zu testen und für gut oder für schlecht zu befinden und dann nachzukaufen, weil man sagt, ich bin davon überzeugt. Ja? Und ich denke, mittlerweile habe ich das Gefühl, in der Drogerie ist halt, also die, wie sagt man dazu, wie schnell das umgetauscht wird. Ja, also diese Rate an Neuerungen und Sachen, die ausgelistet werden, ist mittlerweile so hoch, dass ich das Gefühl habe, die haben was zu verschweigen. Hm. Also es wirkt wie, als hätten sie irgendwie was zu verschleiern. So. Es muss so schnell ausgelistet werden und was Neues reingebracht werden, weil ich habe das Gefühl, nur noch dieser ständige Sog aus auslisten und neu reinbringen, scheint nur noch Umsatz zu machen. Ja, das baut weißt du, was Druck, ich meine? Es baut so einen Druck auf. Also die einzige Sogwirkung entsteht nur noch durch diesen ständigen Kreislauf aus... Das ist halt deren Masche. Ja, aber wenn das die Masche ist, dann spricht das doch nicht für das Produkt. Verstehst du? Und deswegen sind die auch gar nicht darauf angewiesen mehr, dass irgendjemand was gut oder schlecht bespricht. Denn es ist morgen eh weg. Und es verkauft sich anfangs dadurch, dass es neu ist. Und dann verkauft es sich, weil es bald weg ist. Und wenn es bald weg ist, kräht sowieso kein Hahn mehr danach, was ich da mal zu gesagt habe. Hm. So wie jetzt. Man kann nichts mehr kaufen von den billigen Sachen, die ich hier zeige. Und das ist das, was ich der Drogeriekosmetik vorwerfen würde ich sagen. Hm. Dass davon nichts tatsächlich irgendwie Bestand hat und vielleicht auch, weil es eben keine Substanz hat. Könnte man jetzt unterstellen. Obwohl ich ja viele von den Sachen echt gut finde, denn Make-up ist Make-up. Es ist Farbe im Döschen. Ob teuer oder billig. Ja, man sagt immer, ein Lippenstift ist ein Lippenstift. Ne? Also wie gesagt, günstige Kosmetik ist mittlerweile nur noch wie Fast Fashion. Ja, es ist nur noch kaufen, benutzen, auslisten, wegschmeißen, neu kaufen und so. Und High-End ist meiner Meinung nach mittlerweile total außer Kontrolle, weil es alles viel zu teuer ist. Und es wird mittlerweile ja auch auf einem Markt angepriesen von jungen Mädchen. Also, dass jetzt das bei Germany's Next Topmodel beworben wird, statt Maybelline, ja, finde ich, ist auch irgendwie eine Frechheit. Also, was wolltest du sagen? Es baut halt alles so einen Druck auf, ne? Also, sowohl bei den Firmen, wir müssen neue Produkte auf den Markt bringen, sonst gibt es keine. Sind wir weg vom Fenster? Sowohl beim Kunden, oh, was Neues, oh, ist bald weg. Mhm. Aber bei High-End-Marken? Ja, die verkaufen sich, also High-End verkauft sich nicht über das Produkt an sich. Nee, über den Namen. Ja, genau, es verkauft sich über das Gefühl, was sie verkaufen. Richtig. Also du kaufst dir das Benefit-Gefühl oder du bist das Two-Faced-Girl oder so, oder du bist elegant und du hast was von Givenchy und so. Das ist eigentlich immer das gleiche Gefühl, dass die Leute sich besonders und edel fühlen wollen. Genau, darum geht es bei High-End. Die nicht sehr viel kosten, die können ja gar nicht gut sein. Nee, du kannst dich damit auch nicht abheben. Du kriegst auch nicht so dieses Gefühl von, jetzt gönne ich mir was, jetzt habe ich was Tolles, jetzt habe ich was Luxuriöses. Es geht auch da nicht um den Inhalt. Mhm. Ja, da geht es dann, oft wird zum Beispiel sogar unter Beauty-Gurus, die es ja also wissen, die wissen,
es kommt darauf an, was drin ist, wird oft als Erklärungsversuch oder als Rechtfertigung dafür, dass High-End mehr kostet, nicht gesagt, dass ja die Inhalte so viel besser wären, sondern es wird gesagt, die Verpackung ist hochwertiger und langlebiger. Also die geben sogar zu, implizit oder vielleicht ohne es mitzubekommen, dass es eigentlich bei High-End um die bessere Verpackung geht. Und natürlich ist es schön, wenn du eine teure Palette hast, dass die dir nicht halt sofort auseinanderfliegt wie die Deckel von diesen kleinen Catrice-Paletten oder so. Aber das kann ja trotzdem nicht den Unterschied zwischen 5 Euro oder 50 Euro für eine Palette machen, ja. Das ist nicht teuer. Ja, ja. Der Natural Radiant Highlighter von Trend It Up. Übrigens ist ja meiner Meinung nach ein 1:1 Klon des ausgelisteten P2 Highlighters, der hieß irgendwie All Over irgendwas, bla. Das war lange mein Lieblingshighlighter. Ich habe die nebeneinander geswatcht. Die haben sogar, wenn man die ins Licht hält, den identischen minimal rosigen Schimmer. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass P2 war ja keine eigene DM-Marke. War es nicht. Wurde aber exklusiv bei DM vertrieben. Wurde ja geschasst und gekillt. Und dann kam zeitgleich Turned It Up rein mit ganz, ganz vielen Dingen, die, und wirklich, ich kann das beweisen, ja, die exakt 1:1 dasselbe sind. Das heißt, DM musste irgendwie Zugriff auf die Rezepturen haben von P2. Oder die lassen jetzt einfach im selben Werk produzieren und die Rezeptur gehörte nicht P2, sondern gehörte dem Kosmetikhersteller, ja. Weil da gibt es so Creme-Lidschattentöpfchen, die sind 1:1 identisch, ja. Auch solche Dinge sind auch noch so eine Besonderheit, ne? Da müssen wir halt auch mal Marken sterben, ne? Ja. Die Marke ist bald weg. Oh, da müssen wir schnell kaufen von denen. Ja, nein, oh, es ist ja... eine neue Marke? Na, es, ja. Die wird interessant, mal gucken. Es ist alter Wein in neuen Schläuchen, ne? P2 ist vielleicht nicht gut gelaufen, hat man eine neue Marke reingebracht. Trended up, plötzlich ist alles wieder fancy-schmancy, was wir schon vor 5 Jahren hatten. Ne? Na gut. Das wird noch anstrengend zu schneiden, das Video.